Hey ho, Schnuckis! Leute, heute geht es los mit der Make-up-Messi-Therapie 2.0. Ja, ich habe das schon mal gemacht vor 2 Jahren oder so. So eine riesen Deklatterreihe gemacht, die ich Make-up-Messi-Therapie genannt habe. Ja, weil es ist wirklich. Ich möchte mich als Make-up-Messi bezeichnen, kann man so sagen. Und neues Jahr, neues Glück, hoffentlich. Ich brauche mehr Platz in meinen Schränken oder ich brauche wieder Platz. Ich muss mich befreien und wir fangen damit heute an. Und heute fangen wir mit einem extrem großen Posten an, wo ich mich schon selbst, also ein bisschen, wo ich gedacht habe, okay Jenny, krass. Das werde ich wahrscheinlich zu jeder Sache sagen, aber wir fangen heute an mit Skincare. Und ich muss sagen, ich habe unfassbar viel Skincare gehortet in den letzten Jahren, möchte ich mal behaupten. Und dadurch, dass ich jetzt eben auch vermehrt bei YesStyle was bekomme und so weiter, ist natürlich die Masse an Produkt echt heftig. Deshalb muss weg. Und es wird auch sehr viel weggeschmissen. Es wird in dieser Make-up-Messi-Therapie sicherlich Sachen geben, die ich weitergeben will an euch. Ich habe da einen Account auf Instagram, der heißt Jenny's Highlights unterstrich Insta-Sale. Und da könnt ihr einfach mal reingucken. Da werde ich jetzt hier von der Skincare, wird da wahrscheinlich nicht so viel landen, ja, aber später bei anderen Produkten. Ich werde, denke ich mal, auch so Bündel machen, die ich dann vielleicht für 1, 2 Euro abgebe, die eigentlich vielleicht schon ein bisschen älter sind oder was weiß ich. Aber ich will sie auch nicht wegschmeißen, wisst ihr? Das ist halt so blöd, weil alle Sachen würde ich, also ich würde natürlich da nichts reinstellen, was ich nicht mehr benutze. Ist klar, aber, oder was ich nicht mehr benutzen würde, sondern ja, insgesamt guckt euch da einfach mal um. Ich denke, da wird in den nächsten Wochen wieder ein bisschen was los sein. Das wollte ich sagen. Und wenn ihr noch nicht auf meinem richtigen, normalen Instagram-Account seid, warum nicht? Leute, da ist es aktueller, etwas aktueller, etwas schneller, immer mal zwischendurch, mehr persönlich. Also, kommt vorbei. Und jetzt guckt euch mal an, was ich an Skincare hier gehortet habe und was davon alles weg kann. Bis dann. So, ich gebe euch jetzt erstmal einen kleinen Einblick in das, was euch hier erwartet. Es ist gigantisch, Leute. Also auch ein bisschen unangenehm, muss ich sagen. Also, dass ich so viel horten kann. Das ist meine aktuelle Schublade. Das hier ist meine Toner-Schublade. Ja, ich habe eine eigene Schublade für Toner. Da sind meine Sonnenschutze. Und da ist noch ein Paket, wo auch noch Skincare drin ist. Und ja, Leute, das wird euch heute erwarten. Das ist Schachtel Nummer 1 und die ist randvoll. Und zwar, ich würde mal sagen, mit 90% Mülltonne, weil das sind die Sachen, die so in den hinterletzten Schubladen waren, die ich schon rausgeholt habe. Meine aktuellen Schubladen sind jetzt in diesem Moment noch befüllt. Das werde ich alles hier nach und nach auf den Tisch hauen. Aber ich dachte, ich fange an mit der Kiste, wo ich weiß, dass davon fast alles weg kann. Ja, und ich fange direkt an mit einem Produkt und zwar von The Ordinary habe ich hier verpackt, ja, versiegelt und verpackt, mir damals mal nachgekauft, diese Acelainsäure. Das ist zum Beispiel was, das werde ich natürlich nicht wegschmeißen, das ist original verpackt. Das hatte ich mir mal als Backup gekauft. Das kommt natürlich, ist ganz klar, in den Insta-Sale, weil das werde ich natürlich nicht wegtun und ich werde es aber auch nicht mehr benutzen. Also, ihr werdet gleich leider sehen, die Zeit von The Ordinary ist für mich irgendwie vorbei. Nicht, dass ich irgendwas besonders schlecht fand, aber ich bin gerade woanders mit meiner Skincare. Deshalb, ja, The Ordinary kommt ja komplett weg bei mir jetzt eigentlich. Da kann man auch nichts mehr von weitergeben. Ne? Also die Sachen sind teilweise 2, 3 Jahre alt und geöffnet. Da kannst du da nichts mehr machen. Ne? Das würde ich nicht machen. Aber das Verschlossene, das ist sowas. Das kommt in den Sale. Ich habe hier meine klitzekleine Sale-Tüte. Und ich habe meinen Mülleimer. Da wird es jetzt öfter mal Klong machen. Ich habe noch 2 Sachen, die ich mir mal nachgekauft hatte als, ja,
Backups, und zwar von The Inky List. Lactic Acid, nee, das habe ich noch gar nicht erst probiert. Das behalte ich. Vielleicht probiere ich es ja nochmal. Dann habe ich die Hyaluronic Acid. Das fand ich ziemlich gut, deshalb habe ich mir ein Backup gekauft. Aber ich werde es nicht mehr benutzen, deshalb kommt es in den Sale. Auch das ist unbenutzt, ja. The Ordinary Glycolic Acid Solution. Guckt ihr mal, wie viel ich davon benutzt habe. Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch etwas, wo ich meiner Haut nicht gut mitgetan habe. Ich habe hier so ein paar Sachen liegen, da habe ich sehr übertrieben damals, als The Ordinary anfing. Unwissend übertrieben, draufgeklatscht. Und ich glaube, das war nicht gut für meine Haut. Das kommt weg. Alt, und ich benutze es nicht mehr. Dann habe ich dieses Retinoid 2% in Squalane. Auch das kommt weg. Dann habe ich die Höllen AHA, BHA Peeling Solution. Ihr wisst, dieses rote Zeug. Das habe ich tatsächlich auch 2-3 Mal benutzt. Tonne. Dann habe ich Argyline Solution. Fand ich auch ganz gut eigentlich. Das ist gegen so Pigmentstörungen und so. Fast alle Tonne. Benutze ich einfach nicht mehr. Ne? Es wird, viele Sachen sind okay, aber auch überholt für mich. Ne? Cold Press Moroccan Oil ist halb voll. Moroccan Oil kann man auch noch benutzen für die Haut. Ne? Riecht nicht mehr gut. Tonne. Jenny, fang gar nicht erst an mit, kannst du noch für die Haut benutzen. Machst du eh nicht. Also, dann habe ich nochmal das Retinoid in 5%. Tonne. Matrixyl 10%, das fand ich immer ziemlich gut. Aber ich muss jetzt auch, es ist noch fast voll, ne? Ich muss auch sagen, es ist etwas, was ich jetzt in meine Routine nicht mehr einbauen werde. Tonne? Ich werde es nicht mehr benutzen. Ich werde es nicht mehr benutzen. Es ist leider fast voll, aber ich würde es einfach in den Schrank tun und beim nächsten Deklatter würdet ihr es wiedersehen in 2 Jahren. Warum dass die ganzen Glasflaschen jetzt nicht da unten kaputt gehen. Als soll es nicht so schweißen. Ne? Squalan fand ich nie toll. Von The Ordinary, dieses Öl. Ich habe tolle Öls, andere Öls. Mach's weg, Jim. Mach's weg. Borage Seed Oil. Habt ihr mitgekriegt, als ich mir das geholt hatte? Oh Gott, Leute. Ehrlich, wow. Jenny, benimm dich nicht wie so eine Assi-Bro. Also ehrlich, aber wow. Dieses Borage Seed Oil von The Ordinary soll gegen Rötungen helfen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für einen Geruch hat. Wirklich, ehrlich nicht. Also ihr, das hatte man mir aber schon gesagt. Also ich war darauf vorbereitet, dass das... Irgendwer hat gesagt, das riecht nach Hähnchen oder so. Nach Hähnchenfleisch. Nein, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie das stinkt. Das kann egal... Also ich glaube, selbst wenn die sagen würde, wenn du das benutzt, dann wirst du nie wieder nur einen einzigen roten Fleck in deinem Gesicht haben. Ich könnte es nicht benutzen. Es ist so hart Brechreiz. Kennt das einer von euch? Sagt mal. Borage Seed Oil. Unglaublich. Falls ihr euch wundert über den Lärm und gewisse Störungen, heute ist der 5.1. mal wieder ein Drehtag seit 2 Wochen oder so. Meine Tochter spielt gerade unten mit ihrer Freundin. Also, ja, lasst euch nicht stören. Aber das kommt auf jeden Fall weg. Das ist so eklig, Leute. Das ist so eklig. Dann habe ich das Heilemite Vitamin C Booster. Das hat sich schon verfärbt. Das ist, glaube ich, hätte wahrscheinlich besser in einer dunklen Verpackung sein sollen. Ne? Hör ich immer wieder. Ich finde, es hat eine blöde Konsistenz. Ich bin nie damit warm geworden. Es kommt weg. Gott. Ja, wir sind gleich durch mit The Ordinary und so. Dann habe ich hier noch Niacinamide. Plus 10%. Fand ich toll. Fand ich ganz toll. Benutze ich nicht mehr. Kommt weg. Ist halt auch alt. Ne? Ist einfach alt. Ist anderes dazu gekommen. Tonne. Und dann haben wir nochmal die Acelainsäure geöffnet, kommt weg, und Vitamin C Suspension, diese ganz fiese Konsistenz, die so grisselig ist, auch das kommt weg. Oh Gott. Dann habe ich die Zaubercreme. Die Zaubercreme ist für meine Tochter. Ich hatte mir das irgendwann mal geholt, dieses Dewy Tree Aloe Vera Soothing Gel in so einem riesen Pot, und das ist bei uns
die Placebo-Creme, sagen wir es mal so. Also wenn meine Tochter das in 20 Jahren mal sieht, dann lacht sie sich wahrscheinlich schlapp. Und zwar war es so, immer wenn sie jetzt zum Beispiel einen Mückenstich hatte oder ein Aua oder weiß der Geier, ihr hat irgendwie, zum Beispiel hat sie auch so ein bisschen Wachstumsschmerzen oftmals, ja, dann creme ich immer damit die Beine ein. Oder die Stelle, den Mückenstich oder so, das ist die Zaubercreme. Die darf natürlich nicht weg, ist ganz klar, die ist fast alle. Und ich habe auch irgendwo eigentlich in meinen Untiefen noch so eine von Holika Holika, so ein Aloe, in so einer Aloe, ich habe keine Ahnung, wo die ist. Die ist irgendwie verschollen, ich weiß es nicht. Vielleicht ist sie auch bei meiner Tochter im Zimmer. Egal, die kommt natürlich nicht weg. Dann habe ich hier ganz hinten irgendwie, gehört jetzt irgendwie nicht zu Skincare, ich weiß auch nicht, warum es hier drin ist, von Victoria's Secret so ein Körper-Spray. Eigentlich riecht das geil. Das riecht eigentlich geil. Vielleicht sollte ich mir das mal da hinten hinstellen. Ich behalte das mal und diesel mich damit mal ein. Dann habe ich von Bioderma Autoderm Intense. Das wurde mir empfohlen von meiner Skincare-Beauftragten, wenn die Haut richtig im Arsch ist. Ja, ich hatte mal eine Zeit, da hat meine Ärztin mir Acelainsäure, glaube ich, sehr hochdosiert verschrieben und hat gesagt, du sollst hier einen Abend machen. Das habe ich gemacht, meine Haut ist so ausrast, voll ausrast. Und da habe ich das benutzt, das kommt nicht weg, das benutze ich weiter. Jetzt geht hier gleich die Tür auf und es gibt Terror. Oder nicht? Dann habe ich eine Handcreme von DM, Naturschön Olive, die hat, glaube ich, eine Freundin mir mal zum Geburtstag geschenkt, aber ich mag diesen Geruch leider überhaupt nicht. Deshalb ist sie versauert und kommt jetzt in die Tonne. Dann habe ich hier von Paula's Choice Intensive Repair Cream, das ist diese Nachtcreme mit Retinol, die kommt nicht weg, die hatte ich nur erstmal zur Seite gepackt. Genauso wie der Replenishing Moisturizer von Paula's Choice. Das behalte ich auch erstmal. Ist alles so halb leer, würde ich mal sagen, aber das behalte ich. Dann habe ich von Isana Trockenölpflegespray. Okay, nein. Also nein. Nein, überhaupt nicht. Hochwertige Pflegeformel. Das habe ich mir, glaube ich, einmal irgendwo aufgesprüht und dachte, Mami, so, okay, nein. Ich will Pipi und nichts machen, du musst einen Kopf. Okay. Ich nehme die Tür an. Ja. Ja. Drehen, wenn das Kind im Haus ist, ist nicht so einfach. Egal, das Isana kommt weg. Dann habe ich von Dr. Jart Water Drop. Ich glaube, das packe ich mal in meinen Sale. Das ist so gut wie voll. Ich finde das ganz gut, aber... es hat so einen leicht Zitrusgeruch, das finde ich nicht so schön. Und ich glaube, ich packe das mal in meinen Sale, ja, weil das ist eigentlich ganz cool. Ich dachte, das könnte ein bisschen so sein wie dieses Kiehl's Hydro Retexturizing Serum Concentrate. Das hat nämlich auch so eine, könnt ihr sehen, so eine ziemlich coole Konsistenz. Oh, mein Arm ist hinterher gepflegt. coole Konsistenz auf jeden Fall, aber in meine Pflegeroutine nicht richtig einzubringen, muss ich echt sagen. Dann habe ich den Aloe BHA Skin Toner von Benton und der ist einfach alle. Ja, der kann jetzt weg, da ist nur noch ein kleiner Tropfen drin. Dann habe ich, was habe ich denn hier alles? Oh, eine Verpackung. Dann habe ich hier von Oskia London Super C. Und zwar, das sind so kleine Vitamin C Kapseln. Das ist nicht von mir. Ihr wundert euch jetzt, Jenny, das passt überhaupt nicht zu dir, das Produkt. Nee, ist auch nicht von mir, sondern das ist von meinem Kumpel. Die waren eine Zeit lang in den USA. Ihr habt schon öfter mal von denen gehört. Und mein Kumpel Sascha ist voll der Skincare-Freak. So, er macht auch so Masken und so ein Zeug. Und er hat immer so einen ganz exklusiven Kram rumfliegen. Nur leider kommt er damit nicht klar. Also seine Haut rastet völlig aus, wenn er das benutzt, hat er mir erzählt. Und das sind so Kapseln. Ich glaube, hier sind 60 Stück drin. Ich muss mal nachzählen. Aber er hat, glaube ich, gesagt, ja, 60 Stück sind hier drin. Und er hat gesagt, er hat das irgendwie 2-3 Mal benutzt. Das packe ich auf jeden Fall in den Insta-Sale. Falls da jemand Interesse dran hat, das geben wir für ein ganz ablonden Ei ab, hat er gesagt. Hau raus.
Dann habe ich hier Benton Snail Bee High Content Steam Cream. Fand ich sehr schön. Hab aber jetzt Ersatz und ihr seht, ist auch sehr, sehr viel benutzt. Kommt weg. Dann habe ich bekommen von Pretty Wool. Die hat mir das mal zugeschickt. So eine Creme und ein Retinolserum und ein, kommt später noch, seht ihr später noch, ein Hyaluronserum und ein Vitamin C Serum. Das Vitamin C Serum benutze ich gerade regelmäßig, finde ich ganz nett. Die werde ich auf jeden Fall behalten, die beiden Sachen, weil ich will die noch ausprobieren. Ich bin einfach nur noch nicht dazu gekommen, hat noch nicht reingepasst in meine Skincare-Routine. Erzählt mal, kennt ihr das? Habt ihr das irgendwie schon mal gesehen, benutzt, wie auch immer? Würde mich sehr interessieren. Dann habe ich von James Reed dieses Gradual Tan Face Mist. Das ist ziemlich leer, so gut wie alle. Fand ich eine Zeit lang ganz nett, aber es, ich mag lieber diese Tan-Tropfen. Seht ihr auch gleich noch, die man so in die Pflege reinmacht. Dann habe ich Metro-Creme. Leute, Metro-Creme. Ich muss mal gucken, wie lange die noch haltbar ist. Ich habe auf jeden Fall noch eine verschlossene. Die hat mir meine Hautärztin mal aufgeschrieben gegen meine Rosacea. Das hat mir sehr, sehr viel gebracht, muss ich sagen. Also wenn ihr wirklich Probleme mit Rosacea habt, sprecht eure Ärztin einfach mal darauf an. Ich habe gar keine Ahnung, ne? Also ich kann euch das hier nicht empfehlen, aber vielleicht ist das ja, kann man das mal mit dem Arzt besprechen. Das hat mir auf jeden Fall geholfen, das schmeiße ich natürlich nicht weg. Dann habe ich Elf Beauty Shield Soothing Eye Serum. Habe ich lange benutzt. Ist mit diesem coolen Applikator hier. Schmeiße ich jetzt weg, weil ist einfach alt. Dann habe ich eine Benton Fermentation Eye Cream. Die hebe ich noch auf, weil im Moment geht meine andere Augencreme zu Ende. Und ich fand die eigentlich ganz gut. Die werde ich weiter benutzen. Dann habe ich von No Makeup Rebalancing Serum. Dieses hier, ganz ehrlich, das habe ich mir vor kurzem gekauft und irgendwie so, naja, wie viel ist denn da raus? Hälfte. Kommt weg, ich fand es nicht toll. Ich fand, es war, glaube ich, auch parfümiert. Ja, es war parfümiert. Ich konnte es auch nicht einbringen in meine Pflege. Dann habe ich von Dear Claire's das Freshly Juiced Vitamin Drops. Die sind so gut wie voll. Ich mag die Konsistenz nicht. Ich werde es in meinen Sale packen. Dann habe ich hier ein Glow Pure Radiance Face Oil von Rituals. Das tue ich nicht weg. Das mochte ich. Rose Hip Seed Oil von The Inky List. Da war irgendwas mit. Ich kann kein Rose Hip Seed Oil ertragen. Rose Hip Seed Oil riecht nach Fisch. Ja, das kommt nicht. Das muss ich wegtun. Ich mag das von vornherein. Ich kaufe nie wieder Rose Hip Seed Oil, auch wenn es toll sein soll. Ich habe übrigens gerade was gefunden. Als ich mich gerade hier so umgedreht habe, habe ich gesehen, da liegt sie, die Holika Holika Aloe Vera Soothing Gel Dingens. Die behalte ich natürlich, das ist auch Zaubercreme. Zaubercreme, Leute. Ihr braucht so eine Zaubercreme für eure Kinder, die so ein bisschen unbedenklich ist, wisst ihr. Die glauben ja noch alles. Das ist ja das Geile. Dann habe ich 10% Acelainsäure Booster von Paula's Choice behalte ich noch. Werde ich irgendwann mal wieder benutzen. Dann habe ich den Niacinamid Booster von Paula's Choice. Vielleicht werde ich den mal demnächst wieder in meine Pflege mit einarbeiten. Habe ich irgendwann raus? Ich weiß nicht. Ich hatte nicht das Gefühl, dass Niacinamid bisher mir so unfassbar viel bringt. Ich weiß nicht, wie es bei euch. Dann habe ich das Kiehl's Daily Reviving Concentrate. Das ist ein Öl von Kiehl's, was ich sehr mochte. Aber Leute, es ist unglaublich alt. Es kommt jetzt weg. Ciao, Bella. Dann habe ich Paula's Choice Antioxidant Pure Purifier. Das hatte ich mal mit in einer Bestellung dabei. Behalte ich erstmal. Und dann kommt weg Aka Shakalaka Fluid von La Roche-Posay. Ich mag das nicht. Ich mag diese Fluids nicht. Diese grisseligen. Ich weiß, voll viele stehen voll da drauf. Ich mag das überhaupt nicht. Das kommt auf jeden Fall weg. Dann das Elf Beauty Shield SPF 50 fand ich eine Zeit lang richtig gut. Ehrlich, mir ist es jetzt zu flutschig. Es kommt in die Tonne. Oh mein Gott, ey, alles weggeschmissen. Dann habe ich hier nochmal Shakalaka Fluid, aber nur von Garnier.
Das ist halb leer. Das ist dieses Sensitive Expert. Das kommt auch weg. Ich mag das auch nicht. Wirklich nicht. Ich mag dieses, diese Art nicht. Und dann habe ich hier von Hello Sunny von Vanilla Co. so ein Essence Sun Stick. Das ist so ein Stick, ne? Und den könnt ihr euch dann... Mein Arm ist schon ganz flutschig von dem ganzen Kram auf mir. Ja, und dann habt ihr... Das ist wie so ein bisschen wie so ein Glowstick als Sonnenschutz. Aber ganz ehrlich, wie soll man das vernünftig aufbringen? Ja, also wie viel müsst ihr davon nehmen? Wie oft müsst ihr darüber über euer Gesicht? Und das war einfach... Es war irgendwie ganz nett, aber weg. Weg mit dir. So, dann habe ich hier stehen... Good Molecules. Und zwar hat mir wann war das denn? Mitte des Jahres irgendwann Good Molecules Sachen zugeschickt. Voll cool, ehrlich. Freue ich mich voll. Und da habe ich hier dieses Rose Water Daily Cleansing Gel. Das habe ich schon zur Hälfte benutzt und ich finde das sehr schön. Also wirklich, ich finde das sehr gut. Habe das jetzt gerade aus dem Badezimmer raus, weil ich gerade, wartet mal, habe ich doch gerade die Verpackung von weggedonnert. Weil ich das hier ausprobieren wollte, das steht bei mir im Bad, das ist das Make Prem Low Irritant and Mild Acid Foam. Das ist so ein, ja, so ein anderer Reiniger, den probiere ich gerade aus. Und ich habe bei mir in der Dusche noch einen stehen von Paula's Choice. Wenn der alle ist, dann wird der hier da reinkommen, weil den werde ich auf jeden Fall aufbrauchen. Ich mochte das sehr gerne, auf jeden Fall. Diese Schachtel. Da kommt wahrscheinlich nichts von weg, weil das ist meine Backup-Schachtel. Ich nehme jetzt einfach irgendwie alles so raus und zeige es euch. Ganz neu, Fenty Skin behalte ich natürlich. Das ist der Hydrovisor? Behalte ich natürlich. Dann habe ich bei meiner letzten Sephora-Bestellung bekommen ein Vitamin C und E Serum, Ultra Glow Serum von Sephora. Das habe ich gar nicht mal aufgemacht bisher. Sieht so aus. Ja, vielleicht hat jemand Interesse daran, mache ich in meinen Sale, weil ich werde das nicht brauchen. Das, wie gesagt, ist meine Backup-Schokolade, also ungeöffnete Sachen. Und zwar habe ich hier von Vanilla Co. Clean It Zero. Ich habe halt gerade noch einen anderen Balm zum Abschminken. Den habe ich hier, glaube ich, schon einmal benutzt. Ne? Ja, genau, habe ich schon einmal benutzt, um ihn zu testen. Ja, behalte ich natürlich, ist ganz klar. Kommt alles dran, wenn es Zeit ist, nicht wahr? Wenn der andere alle ist. Ich habe gerade von diesem Stella & Grace den Cleansing Balm, den finde ich sehr schön übrigens. Den, ja, den probiere ich natürlich aus. Dann habe ich hier drin von Tarte das Maracuja Oil, wenn es Zeit ist, doch das benutzt. Dann habe ich hier den umstrittensten Sunscreen der Welt, offensichtlich. Centella Green Level Unscented Sun von Purito, noch unverpackt. Ich guck mal, was ist eigentlich daraus geworden? Ey, könnt ihr mir das mal in die Kommentare schreiben? Ich weiß gar nicht, was aus dem Skandal geworden ist. Ja, ist unverschlossen behalten. Unverschlossen? Ungeöffnet behalte ich natürlich. Und dann habe ich hier noch Backups von Misha, von einmal meinem Sun SPF 45. Zwei Stück behalte ich natürlich. Und von meinem Aqua Sun Gel SPF 50 behalte ich natürlich. Und dann habe ich hier noch Sachen, zwei Sachen von Good Molecules, die ich auch zugeschickt bekommen habe. Einmal den Silicone Free Priming Moisturizer. Habe ich noch nicht ausprobiert. Kann ich noch gar nichts zu sagen. Soll ich vielleicht demnächst mal machen, oder? Weiß nicht, habt ihr daran Interesse? Die Sachen gibt es halt nur bei Beautylish. Aber es ist sowas ähnliches wie The Ordinary. Also nicht so teuer und eigentlich recht interessant, muss ich sagen. Kann man mal so, wenn man was Größeres bestellt, bei Beautylish einfach mal mitbestellen. Und dann habe ich hier so ein kleines Fläschchen vom Squalane Oil, auch von Good Molecules. Hatte ich auch zugeschickt bekommen. Habe ich auch noch nicht ausprobiert. Ja. Oh, Leute, das ist erst die Hälfte. Also glaubt mir, es geht noch richtig hart weiter. Also. Okay, Leute, jetzt wird es so ein bisschen... Ich habe meine eigene Schublade für Toner. Ja. Ich zeige
zeige sie euch alle und ihr seht was. Also es ist ja fast wie eine Schminksammlung schon, ne? Nur, ja, die kommt später dann nochmal gesondert. Dear Claire's Daily Skin Hydrating Water bleibt. Das meiste bleibt hier, ne? Ist klar. Achso, Good Molecules Niacinamide Brightening Toner. Den habe ich mir aber selber gekauft, schon vor Ewigkeit. Der ist auch fast leer. Werde ich auch nachkaufen. Finde ich ganz angenehm, das Zeug. Dann habe ich Vita B5 Toner von Tiam. Bleibt. Dann der Tea Tree Mist von Benton. Auch der bleibt. Snail Bee High Content Skin Toner von Benton bleibt, benutze ich regelmäßig, kommt weg, nein natürlich nicht, eins meiner Lieblingsprodukte, I'm from Mugwort Essence, bleibt, einige Sachen hiervon habe ich von Yesdai bekommen, also will ich nur noch mal sagen, nicht, dass es hinterher irgendwie da Probleme geben sollte. Dann habe ich zweimal Cosrx AHA und BHA. Beide sind aktuell in meiner Skincare-Routine, bleiben natürlich. Mein Mini-Reistoner, er bleibt natürlich. Und ich dachte irgendwie, ich würde ihn viel schneller aufbrauchen, aber er braucht sich gar nicht so schnell auf. Ich hatte schon Angst, dass mein neuer nicht da ist, bevor ich dieses Mini hier ausprobiert habe. Aber der neue ist da und die beiden bleiben natürlich. Ist ganz klar. Dann habe ich Pyunkan Jewel. Das sind so meine neuesten Einzüge. Und zwar diesen Mist Toner. Das ist so eine blaue Flasche. Und da ist so ein... Ich wollte auch mal wieder einen Toner mit Sprüh. Wobei ich das halt nicht so gerne mag, weil ich finde, dann kommt es immer in die Haare und so. Aber trotzdem finde ich den ganz schön. Hat ein bisschen eigenartigen Geruch, muss ich sagen. Aber er bleibt natürlich. Was soll ich sagen, ist ganz klar. Ne? Ich als Toner suche die. Dann habe ich auch bei meiner letzten Yesterday-Bestellung dieses Teil hier mitbestellt. Und zwar auch von I Am From, weil ich die Toner eben so schön finde, die ich von denen habe. Den Fig Boosting Essence. Ich glaube, da ist BHA drin. Das Problem ist, es ist immer nicht so einfach, weil es auch alles auf asiatisch hier drauf steht und so weiter. Ich habe den einfach aus blauem Dunst mitbestellt. Ich glaube, das ist irgendwas Peelendes. Kann ich auch noch nicht viel zu sagen. Habe ich erst einmal ausprobiert. Mit Vorsicht auf jeden Fall. Und in diesem Setchen hier war noch so Cotton Pads drin. Die behalte ich natürlich, ist ganz klar. Und eine FIG Scrub Mask. Ich habe schon kleine davon von, können wir gleich mal daneben legen, von I Am From hier, diese Mini-Masken, einmal die Mugwort Mask, mega geil, voll beruhigend, richtig schön. Und die Honey Mask, die gibt es halt auch in groß, oh, ist die geil. Das ist, als würdet ihr euch so richtig schön cremigen Honig aufs Gesicht schmieren. Richtig cool, ehrlich. Die behalte ich natürlich, habt ihr jetzt hier gleich so gut schon gesehen. Diese Fake Scrub Mask, die kann ich nicht ab, leider. Also die habe ich schon einmal benutzt und die hat halt richtige Peeling-Körnchen, so wie man das früher gemacht hat. So. Und ich habe das gemacht, ich dachte so, aua, au. Das ist eigentlich recht mild, aber ich lade mich... Nein, nein, ist nichts für mich. Ich werde das irgendwie vielleicht meinem Kumpel Sascha schenken. Das ist doch schon mal eine gute Idee. Die wird verschenkt. Das ist gar nicht mehr so viel. Nur ein bisschen viel. Dann habe ich eine kleine Kiste mir gerade zusammengestellt mit Sonnenschutz. Ja. Und da habe ich drin einmal eine angefangene vom Purito Centella, dem umstrittensten Sonnenschutz aller Zeiten. Das ist auch leer. Also die schmeiße ich jetzt weg. Nicht wegen der Geschichte, sondern ihr seid jetzt so gut wie alle. Dann habe ich hier von, wie hießen die nochmal? Haralabo. Den Lichtschutzfaktor, den behalte ich auf jeden Fall. Der rollt sich ja bei mir manchmal ab und manchmal nicht. Der ist aber bei mir schon halb leer. Und an Tagen jetzt, ich weiß, wenn mal wieder Frühling kommt
und ich wirklich nur kurz so raus will, dann hau ich mir den drauf, volle Lotte, wenn ich weiß, ich gehe in die Sonne. Und dann finde ich den nämlich ganz gut. Dann habe ich Dear Claire's Soft Airy Essence. Ich mag den richtig gerne, wenn ich kein Make-up trage. Der ist auch hier schon aufgeschnitten, könnt ihr sehen. Behalte ich natürlich. Genauso wie mein Essence Sun SPF. Ja, das ist keine Mini-Variante, sondern es ist aufgeschnitten. Behalte ich natürlich, ist ganz klar. Hier kommt gar nichts von weg. Na, hier kommt gar nichts von weg. Aqua Sun Gel SPF 50 von Essence von Misha kommt natürlich auch nicht weg. Und auch das hier kommt nicht weg. Finde ich ganz gut von Revolution SPF 30 Pro Protecting Boost. Das ist so eine Tagescreme mit SPF. Auch die würde ich nur benutzen, wenn ich weiß, ich gehe nicht großartig raus. Oder ich habe die auch schon öfter mal benutzt, wenn ich gedreht habe. Nur gedreht habe und ansonsten gar nicht das Haus verlassen habe. Ist die auch nicht schlecht, muss ich sagen. Dann habe ich von Misha Flash Up SPF 50. Das war dieses, was so mega den Glow hatte, ehrlich. Ey. Wow. Ist das überhaupt noch gut? Das ist schon recht alt. Ey. Aber ich will es irgendwie auch nicht wegmachen, wisst ihr. Ich mache es weg, ne? Es ist wirklich schon oll. Sehr oll. Ich behalte es mal noch. Dann habe ich von Skin Aqua diesen Lichtschutzfaktor, den ich übrigens ganz cool finde. Er ist ganz schön flutschig. Also, ja, aber den behalte ich natürlich. Ist klar. Dann habe ich noch von Bioderma Hydrabio Perfecteur SPF 30. Auch ein interessantes Ding. Behalte ich. Genauso wie, oh, den finde ich übrigens sehr gut hier, diesen Lichtschutzfaktor von Cosrx Aloe Soothing Sun Cream. Der macht ein mega Hautgefühl, mega. Da muss man sich ein bisschen Zeit lassen, bevor man Make-up macht. Aber richtig, richtig so, finde ich ganz toll, behalte ich auf jeden Fall. Dann habe ich, das ist ein Liebling der letzten Zeit wirklich, von Dear Claire's Illuminating Supple Blemish Cream SPF 40. Das ist so ein getönte Tages-SPF sozusagen. Wow, ich finde es richtig gut. Richtig gut. Habe ich euch, glaube ich, auch schon in einem Video gezeigt. Egal, ich finde es richtig, richtig gut. Sehr, sehr gut. Und dann habe ich noch meinen klitzekleinen Überrest vom Drunk Elephant D-Bronzy. Mega. Das ist so eine super dunkle Creme, die ihr in eure Creme reinmacht und dann habt ihr wie so einen kleinen Bronze-Effekt. Das ist kein Selbstbräuner, sondern das ist einfach nur ein Tint, würde ich mal sagen. Und es hat natürlich auch Anti-Pollution Sunshine Drops, nennen die sich. Da ist noch ein bisschen drin, aber ich kriege schon so ein bisschen so ein leichtes nervöses Zucken und gucke auch schon immer, es gibt ja Drunk Elephant mittlerweile auch bei Douglas und es gibt das dort auch. Man findet es nur nicht, man muss es über Umwege suchen, aber es gibt es dort. Aber es ist ausverkauft. Also große Empfehlung. Große Empfehlung behalte ich natürlich. Kommen wir zu meiner aktuellen Skincare-Schublade. Da wird auch sehr wenig ausziehen. Ich glaube eher gar nichts. Das sehe ich gleich. Da habe ich einmal von Mizon Bye Bye Pimple Patch. Ich benutze die gar nicht, aber ich behalte die. Wer weiß, vielleicht kommt ja irgendwann mal ein Pimpel, den ich damit behandeln muss. Dann habe ich Othermal von Aveen behalte ich. Benutze ich tatsächlich immer mal wieder zwischendurch ganz gerne. Die MAC Strobe Cream, die Originale, da ist noch relativ viel. Oh, ich liebe die. Oh, ich könnte die mal wieder benutzen, oder? Vielleicht sollte ich die mal in die Primer-Schublade machen. Ja, ich mache die mal in die Primer-Schublade. Also wundert euch nicht, wenn ihr sie nachher beim Primer die Klatter nochmal wieder seht. Dann habe ich Paula's Choice Resist Daily Smoothing Treatment 5% AHA, ja, das habe ich mal ausprobiert und ja, ich behalte es mal. Ich behalte es mal, ich fand es irgendwie so okay. Dann habe ich von Hadalabo diese Essence, da werde ich dauernd gefragt, wie ich die finde, dauernd, wirklich dauernd. Das soll ja ein Toner sein. Also ich finde, das ist vom Toner so weit entfernt wie, keine Ahnung, von einem Primer. Ich finde das sehr, sehr, sehr dickflüssig. Also ich mag lieber Toner, wenn die ein bisschen flüssiger sind. Und das ist wirklich eher wie ein, für mich ist das wie eine Essence oder ein Serum. Und deshalb benutze ich das auch nicht im Tonerschritt. Es ist so ein Hyaluron-Dingens und ich finde das nett. Ich würde es nicht nachkaufen wahrscheinlich. Ich werde es auch nie nachkaufen müssen, weil es ist so groß und ich benutze das. Leute, ich benutze das seit Wochen. Ich weiß gar nicht, wie lange. Ihr habt es schon ewig bei mir gesehen. Monaten.
morgens und abends. Könnt ihr euch das vorstellen? Das wird niemals leer werden, niemals im Leben. Das behalte ich aber auf jeden Fall. Dann habe ich von Dear Claire's Fundamental Water Oil Drops. Finde ich schön, würde ich nicht nachkaufen, einfach weil ich es nicht so wirklich brauche. Ja, es ist eher was ein nettes feuchtigkeitsspendendes Gimmick ist auf jeden Fall. Und wenn ihr nicht so viel Gedöns benutzt wie ich, dann ist das bestimmt eine nette Sache. So zwischen Toner und Moisturizer oder so ist es auf jeden Fall recht reichhaltig. Aber schön behalte ich natürlich. Dann habe ich hier habe ich ein bisschen Toner drin. Und zwar diesen von Dear Claire's, diesen schlichten, der ist hier drin. Abgefüllt behalte ich natürlich. Dann meine gute alte Madagaskar Chantella Ampulle schmeiße ich weg. Natürlich nicht. Das Backup liegt hier schon unten im Schrank. Behalte ich. Dann die IT Cosmetics Confidence in a Gel Lotion als Dupe sozusagen zum Kiehl's Replumping Hydro Texturizing Tralala Konzentrat. Ist schön. Trotzdem, wenn das alle ist, hole ich mir wieder das von Kiehl's. Ich finde das von Kiehl's halt noch ein bisschen geiler. Es wird viel verglichen, keine Ahnung. Also es ist ein schöner Moisturizer, ein leichter Moisturizer. Ganz toll. Behalte ich. Dann habe ich hier von Saint-Tropez Self-Tan, so ein Tan-Drops, behalte ich. Und da ist ein Haar dran, sehr appetitlich. Behalte ich, finde ich gut. Und dann habe ich noch mehr Tan-Drops. Diese Isle of Paradise Self-Tanning-Drops behalte ich. Die sind nicht so effektiv, finde ich. So, keine Ahnung, wo ich stehen geblieben bin. Erst hat mein Kind irgendwie was von mir gewollt, dann war der Akku alle. James Reed Gradual Tan Drops für Face. Das finde ich, sind die schönsten Tan Drops fürs Gesicht, die ich bisher ausprobiert habe. Und die sind auch sehr effektiv. Die behalte ich natürlich. Dann habe ich hier so ein paar Gimmicks. Ja, ganz ehrlich. Ist es immer irgendwie schön, wenn man es benutzt, aber man benutzt es eh nicht. Einmal von, das ist kein Buttplug, sondern es ist ein Massagegerät fürs Gesicht, Leute. Also denkt nichts Schlechtes hier. Von Isana war das. Ist eigentlich schön so. Eigentlich schön, aber ich benutze es doch nicht wirklich. Und dann habe ich hier von Rosenthal so ein Massageroller. Ist schön. Sollte ich mal wieder öfter benutzen, weil ich finde, die Serien gehen schöner ins Gesicht rein. Das muss man sagen. Goodbye Redness Chantella Asiatica Gel von Benton Mark. Ich benutze es im Moment eher selten, aber behalte es. Dann habe ich noch von Good Molecules, auch das hatte ich mit diesem einen Paket von denen zusammenbekommen, Super Peptide Serum. Finde ich ganz nett, muss ich sagen. Ist leider ein bisschen parfümiert, hätte für mich nicht sein müssen, aber benutze ich tatsächlich morgens ab und zu. Dann habe ich Paula's Choice Skin Smoothing Retinol Body Lotion, benutze ich als Bodylotion. Ich hatte mir die ursprünglich mal geholt als vorsichtiger Start für Retinol im Gesicht. Habe aber das Retinol jetzt erstmal ganz auf Eis gelegt, das ganze Thema. Außerdem mag ich das nicht, Bodylotion im Gesicht. Ich finde es einfach nicht schön. Also nicht, dass man nicht Bodylotion fürs Gesicht benutzen könnte, kann man. Aber ich mag die Konsistenz hiervon einfach gar nicht so gerne. Und ich benutze die oft abends hier so auf den Armen vorm Schlafengehen. Dann habe ich Purito Chantella Unscented Sun Serum. Ich weiß noch nicht. Manchmal habe ich das Gefühl, dass meine Haut davon brennt. Manchmal habe ich das Gefühl. Dann habe ich hier drin. Oh Gott, Leute. Wird es euch schon langweilig? Alter Schwede. Wir sind fast durch. Ich habe dann nur noch meine Masken. Nur noch meine Masken. Ich lache mich schrott, Leute. Alter. Zweite Packung. Super Antioxidant-Konzentrat-Serum von Paula's Choice. Ich mag das mega. Das ist eigentlich immer Bestandteil meiner abendlichen Pflegeroutine. Die Paula's Choice Radiance Renewal Mask. Ich liebe, liebe, liebe die. Meine Lieblings-Overnight-Mask. Kaufe ich mir nach. Definitiv. Dann habe ich von Laneige Sleeping Care Eye Sleeping Mask. Ja, riecht nach Lavendel. Muss jetzt, also okay, Lavendel beruhigt. Aber wollen wir uns mal überlegen, wie effektiv beruhigend ist Lavendel in der Augencreme
Wisst ihr, was ich meine? Also wenn ihr euch jetzt so einen Spritz Lavendel aufs Kopfkissen macht oder euren ganzen Körper damit eincremt oder okay. Aber wie effektiv ist es, wenn du es unter das Auge machst? Nicht effektiv. Ist es aber eine nette Konsistenz, sehr schön kühl, kann ich mir auch für den Tag gut vorstellen. Ich weiß gar nicht, warum es für die Nacht gedacht ist, also schön. Dear Claire's Midnight Blue Calming Cream, ich liebe die. Ich liebe die, natürlich behalte ich die. Dann habe ich noch Multifunction Formula Snail Repair Eye Cream von Mizone, ist auch ganz nett. Bei Augencreme bin ich mega... wie soll ich sagen, leidenschaftslos, ja, also da, die bringen doch eh alle, also unsere Falten bleiben sowieso da und ich habe auch keine ganz trockene Augenregion, sondern einfach, ja, ich bin da irgendwie so ein bisschen leidenschaftslos. In letzter Zeit habe ich durchaus öfter mal zu kämpfen mit Schwellungen, ja, wirklich. Und da liebe ich ja von Embryolisse Artist Secret, das ist so ein kleiner Stick, den macht man sich unter das Auge, der kühlt so ein bisschen, der ist auch alle. Also ich kann nicht mehr so machen, sondern ich muss hier mit dem Finger rausgraben. Brauche ich auf, benutze ich gerade täglich, bis er aufgebraucht ist. Und dann denke ich, hole ich es auch wieder. Ich finde es ganz angenehm. Dann habe ich hier noch drin 3 Produkte. Dann habe ich, ach ja, da ist auch noch eine kleine Kiste. Wie gesagt, von Pretty Wool. Das Vitamin C Serum finde ich ganz nett. Und auch das Hyaluronserum von denen finde ich auch nett. Behalte ich beides. Benutze ich auch das Hyaluron im Moment nicht, aber das Vitamin C benutze ich. Und dann habe ich ja von Purish das Q&A Superfood Facial Oil. Das benutze ich gerade, ist gerade mein aktuelles Gesichtsöl, was ich morgens und abends, morgens mache ich in meine Creme einen Tropfen und abends mache ich 2 Tropfen rein. Meistens mische ich das hier mit. Fühlt sich toll an auf der Haut. Also die Mischung ist super. Ganz toll. Dann habe ich hier immer noch meine aktuelle Kiste von YesStyle rumstehen, die ich immer noch nicht aussortiert habe, aber gewisse Sachen davon schon benutzt habe. Da unten ist voll das Chaos, ey. Aber richtig. Ja, und zwar hatte ich da ja von... ach, das wisst ihr noch. Das weiß immer nur Instagram, ne? Von Pumkan Jewel diese Arto Lotion Blue Label. Das soll eine ganz, ganz tolle... entspannende Lotion sein für Gesicht, für überall. Finde ich schön, behalte ich. Habe ich gerade ganz neu, ne? Also die Sachen sind ganz neu, die jetzt hier drin sind. Habe ich übrigens von YesStyle zur Verfügung gestellt bekommen. Ne? Ich kriege ja ab und zu von YesStyle, darf ich mir was aussuchen und da habe ich mir das eben ausgesucht. Dann habe ich das Pumkan Jewel Oil, das ist ein Gesichtsöl, behalte ich selbstverständlich auch. Die das Balancing Gel. Von Pumkan, das ist pervers. Das hat eine ganz, ganz groteske Konsistenz. Ich zeige euch das demnächst mal in irgendeinem Video. Weiß ich noch gar nicht, wie ich damit umgehen soll, ehrlich gesagt. Also ganz komische Konsistenz. Aber ja, zeige ich euch demnächst. Und Nachkaufprodukt, meine Centella Asiatica Essence, bleibt natürlich. So, und jetzt schlägt der Make-up-Messi wieder richtig hart zu, Leute. Könnt ihr mir glauben, denn... jetzt kommt noch meine Maskensammlung und ganz ehrlich, ich glaube, ich werde nichts davon wegtun. Überhaupt nichts. Fangen wir mal an mit Sheet Masks. Mugwort Essence Sheet Mask. Ich freue mich darauf, die auszuprobieren. Ich stelle sie hier so rein und denke mir so, ah, demnächst. Goodbye Redness von Benton. Ich liebe die. Dann diese Aloe Kollagen Maske, die kriege ich ab und zu mal von YesStyle irgendwie. Ist es immer so als Goodie mit dabei. Dann habe ich hier eine Strawberry Milk von Apieu. Ja, das ist echt so eine, das ist so eine Sammlung, ne? So eine absolute Sammlung. So, dann habe ich hier eine Sephora Lotus Eye Mask. Irgendwann, ne? Dann habe ich von Garnier Hydro Bomb Tuchmaske für die Augen. Von Sun Tzu diese... Das ist von Rossmann. Ich glaube, es ist von Isana. Die hatte ich damals irgendwann mal gekauft. Die packe ich mal weg. Ich werde sie eh nicht benutzen. Da habe ich mich wieder so leiten lassen. Die packe ich mal bei irgendwem, der beim Sale irgendwas mitnimmt, mit drauf. Dann habe ich von Apieu diese Maske hier. Die habe ich, glaube ich, auch von auch so als Goodie bei YesStyle mit dabei gewesen. Aloe Soothing
von Benton Chic Mask. Tolle Maske. Ist ein Nachkaufprodukt. Wartet darauf, benutzt zu werden. 10 Minuten Verwöhnzeit. Wellnesspause. Das war, glaube ich, mal irgendwo AIDA. Irgendwo als Goodie mit bei. Pack ich mal weg, kriegt irgendwer anders als Goodie. Dann habe ich von Foodaholic. Super. Das ist, glaube ich, auch mal bei Yesterday mit dabei gewesen. Die machen ganz oft so eine Sheetmask als Probe mit rein. Ganz, ganz häufig. Balea, Avocado und Honig. Tu's mal. Die haben mir, glaube ich, mal irgendwer zugeschickt. Die behalte ich. Die probiere ich irgendwann mal aus. Dann habe ich diese Fußmaske. Warum ist die eigentlich hier drin? Von Sephora. So, nicht, dass ich mir die mal versehentlich aufs Gesicht klatsche. Sehr wahrscheinlich nein. Bleibt doch mal stehen, ihr alten Masken hier. Dann habe ich Glam Glow Hollywood. Die packe ich mal irgendwie mit rein. Thirsty Mud Hydration Treatment. Die packe ich irgendwie mit rein. Hildegard Brautmann. Die habe ich auch von einer Abonnentin bekommen. Cooper Rose Relax. Die kommt natürlich nicht weg. Die habe ich hier auch relativ vorne drin, weil ich die unbedingt mal ausprobieren will. Und dann habe ich Pineapple Maske. Also das ist eine... ach so, für die Nase zum drauf hatte ich bei Sephora mal als Goodie, packe ich irgendwie mit rein. Und Hyaluron Augenpads von Annemarie Berlin behalte ich auch. Die probiere ich auch auf jeden Fall mal aus. So, jetzt geht's rund. Das übelste Ding, was ich hier hatte, und zwar von Elf Hydrating Bubble Mask. Ich traue mich nicht, die nochmal zu benutzen. Wisst ihr warum? Die ist voll geil. Ihr macht die drauf und dann wird das so schaumig und so bubbelig. Voll angenehm. Das kitzelt so im Gesicht. Ich konnte das kaum aushalten, Leute. Ich glaube, ich schmeiß die einfach weg. Ich glaube, komm, ich werde die nie wieder benutzen, weil das hat mich so gekitzelt im Gesicht. Ich wollte immer so, aber du kannst natürlich nicht kratzen oder irgendwo anfassen, wenn du da eine Maske drauf hast. Das ergibt ja keinen Sinn. Die kommt jetzt in die Tonne. Ich habe was weggeschmissen von meinen Masken. Ich so, hi. Dann habe ich die Laneige Sleeping Mask als Mini. Vielleicht trage ich sie irgendwann nochmal in meinem Leben nochmal auf. Ich fand es jetzt nicht so spektakulär, ehrlich gesagt. Drink Up Intense von Origins. Fand ich nicht so toll. Genauso wie das den Maskmeiser von Origins. Das ist, so sollst du dir halt vorher drauf springen, kannst auch jedes andere Gesichtswasser, würde ich mal sagen, draufsprühen. Das kann jetzt auch mal weg. Oh Gott, schon so viel weggeschmissen hier. Dann habe ich die Super Mask mit Chantella Asiatica von Elf. Die behalte ich auch. Die will ich nochmal ausprobieren, definitiv. Und die Augenpads Fortify von Pixi. Das sind so Augen. Ich benutze das mega selten. Eigentlich voll schade, weil eigentlich ist das total toll. Aber schmeiße ich nicht weg. Und dann Milk Make-up Watermelon Brightening Face Mask. Das sieht so geil aus. Das kommt davon, wenn ihr euren Deckelchen nicht aufhebt, dann wird es nämlich eintrocknen. Und ja, das darf jetzt gehen, weil das, oh, es ist mega schade. Ich mochte das sehr, aber wie ihr seht, ich habe auch ordentlich davon benutzt, aber ihr könnt ja sehen, es ist eingetrocknet und möglicherweise kann man es noch als Maske benutzen, aber ihr seht ja, es ist eingetrocknet, also für alle, die Elf gerne mögen. Ich mag diese Maske gerne, ich würde die sogar auch nachkaufen, nur da sind ja immer noch so kleine Käppchen drauf. Behaltet die mal dabei, weil ich denke, das hilft beim das ist nicht austrocknet, also ciao Bella. Schade, 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 schade. Dann habe ich von Dr. Jart so ein Trio. Die habe ich schon ziemlich lange hier in meiner Sammlung. Das waren so Clay Masks. Ich behalte die, weil das ist ein ganz geiles Prinzip. Also es ist eine Maske, die macht ihr drauf. Und am Ende könnt ihr sie aufschäumen und sie ist gleichzeitig euer Make-up-Entferner, nicht Make-up-Entferner, sondern Cleansing-Gel, wie auch immer ihr das nennen wollt. Und ich fand die ganz geil, ich finde die auch nach wie vor ganz cool und ich nehme die ab und zu mal, wenn ich denke, alles ist recht ölig oder so. Manchmal hat man ja das Gefühl, man ist so schmutzig irgendwie und dann benutze ich die gerne. Sehr selten, aber ich benutze sie und ihr könnt auch sehen, ich habe auch alle gerne benutzt, das war so ein Dreierpack. Ich habe die sehr, sehr, bisher wirklich sehr gerne benutzt, die werde ich auf keinen Fall wegtun, weil die brauche ich noch. Die benutze ich. Dann habe ich hier Instamatte
Pore Refining Treatment von Glam Glow. Wenn die eine ausprobieren will, haut mal raus. Ich habe die zweimal benutzt. Ich packe sie mal in meinen Insta-Sale irgendwie für 1 Euro und Versand oder so. Falls sie jemand haben will, gebe ich die weg. Weil das ist nett, aber das benutze ich nie wieder. Dann habe ich hier noch so einen Spachtel von Elf, den behalte ich. Und dann habe ich natürlich noch meine beiden Lieblingsmasken aktuell von I Am From. Die beiden hebe ich ja auf. Die habt ihr ja eben schon gesehen. Die Mugwort Mask und die Honey Mask. Die behalte ich natürlich. Und ja, das Schwede, Leute. Ihr habt's geschafft. Und wir können ja noch die Skincare für die Haut nehmen, ne? Nein, vergesst es. Also das reicht für heute echt. Ich glaube, ich habe schon, ich glaube, ich muss gleich erstmal echt so einen Liter trinken, damit sich die Schleimhäute vom Quatschen wieder beruhigen. Weil ich glaube, eine Stunde wird nicht reichen, oder? Heftig. Und ich habe gar nicht so viel weggetan, ne? Doch. Nein, das ist ja nicht wahr. Jenny, das ist alles weggeschmissen. Das ist alles weggeschmissen. Und das hier ist ja Insta-Sale. Insta-Sale. Finde ich, geht doch, oder? Ich bin ganz zufrieden damit. Ja. So, ich würde mal sagen, das war der erste Teil meiner Make-up-Messy-Therapie. Als nächstes geht es natürlich um Primer. Und ich habe da schon mal fisendiert, wie mein Vater sagen würde. Also vorab mir schon mal ein Bild gemacht. Und es kommt extrem viel weg. Extrem viel weg. Ja. Ihr Lieben, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.